Herzlich willkommen bei Dukaskopi TV. Brasilien hat dafür gestimmt, Dilma Rousseff für die zweite Frist zu behalten. Viele Geschäftsinhaber freuen sich darüber gar nicht. Um die Bedeutung des Wahlergebnisses zu erläutern, ist Miguel Sanchez Martinez, Forscher bei NIES, an der Leitung. Miguel, was bedeutet Rousseffs zweite Frist für die Zukunft? Der Rückgang von Ivo Bespa, dem wichtigsten Aktienanzeiger Brasiliens am Vorabend der Wiederwahl der Präsidentin, deutete darauf hin, dass der Markt dieses Wahlergebnis schon vermutet hatte, obwohl Umfragen auf einen harten Kampf zwischen den Bewerbern schließen ließen. Der Rückgang des Indexes verdeutlichte, dass dieses Ergebnis für den Privatsektor nicht erwünscht war. Der Herrn Neves für eine bessere politische Alternative hielt, um erforderliche tiefe Strukturreformen in Brasilien durchzusetzen. Die Wiederwahl von Dilma Rousseff wird als Fortsetzung der heutigen Stagflation betrachtet. Allerdings verkündigte die Regierung im Anschluss an die Präsidentschaftswahlen ihr Anliegen, die finanzpolitische Lage Brasiliens zu verbessern, Inflation zu bändigen und Reformen zu implementieren. Wir bei Niesre hoffen, dass diese Versprechungen realisiert werden, jedoch mittelfristig sieht unser Szenario etwas grimmiger mit Wachstumsrate von ca. 1% 2015 aus. Autoverkäufe sind wieder zurückgegangen. Was sagt das über die Wirtschaftslage in Brasilien aus? Dieser hochfrequente Anzeiger gibt über den Zustand der Binnennachfrageaufschluss, jedoch die von der Zentralbank veröffentlichten saisonbereinigten Autoabsatzdaten verdeutlichen einen leichten Anstieg vom Juli bis September, wenn sie auch seit Jahresanfang beträchtlich zurückgegangen sind. Jedoch scheinen andere Indikatoren wie Wechselkurs mehr aufschlussreich zu sein, insbesondere im Hinblick auf den Bedarf, Inflation zu beendigen. Der Real hat am 30. Oktober seine vorherigen Verluste etwas nachgeholt. Das fiel mit der Zinssteigerungsentscheidung der Zentralbank zusammen. Dieser Anmarsch war aber kurzlebig und der Kurs verschlechtert sich seitdem immer weiter und erreichte jetzt 2,5 Real für einen Dollar, was der höchste Wert im Jahr 2014 ist. Ähnliches betrifft den Ivo Bespa-Index, der sich nach Unsicherheit vor den Wahlen etwas erholt hatte, aber am 31. Oktober zum jahrelangen Abwärtstrend zurückkehrte. Und schließlich erwarten Sie irgendwelche Änderungen in Kurzfrist? Wir erlebten bereits die Entscheidung der Zentralbank, die Zinsrate auf 11,25% zu steigern. Letzte Woche wurde dieser Beschluss auf dem Hintergrund des rückläufigen Zellmarktindexes und der schnell abwertenden Währung gefasst. Die geldpolitischen Kommentare führten zwar diese Zinserhöhung auf das erhöhte Inflationsrisiko zurück, wir glauben dennoch, dass dieser Schritt als Signal gedacht war, dass den Markt über die Entschlossenheit der Zentralbank informieren sollte, ihre geldpolitische Freizügigkeit zu bewahren. Das vermittelt eine Botschaft über das Anliegen der Zentralbank, sich nur auf Inflationsbekämpfung zu fokussieren und das Sicherstellen von Wirtschaftsbelebung der Regierung zu überlassen, die sich um finanzpolitische Angelegenheiten und Wirtschaftsreformen kümmern sollte. Wir bei NIES erwarten eine jährliche Wachstumsrate von nur noch knapp über 0%. Ich kann Ihre Frage so beantworten. Wir erwarten keine potenziellen Veränderungen im kommenden Monat, die diese kurzfristige Wirtschaftsprognose umkehren könnten. Danke, Miguel. Unsere Zeit ist leider um. Bleiben Sie mit Dukaskopi TV und beachten Sie die Nachrichten. Auf Wiedersehen.